Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen, lustigen und erfolgreichen und hoffentlich besten Folge von Starfield. Da ich keine Ahnung habe mehr mit meinem Kurzzeitgedächtnis, das genauso groß ist wie das eines Goldfisches, was wir letzte Folge getan haben, schätze ich doch hardcore, wir müssen erstmal wieder zur Farm. Doch genau, ich habe wieder einen Faden Hast du gefunden. was Gutes gelesen? Nee, habe ich nicht. Ich hab dich nur aufgenommen wegen deinem Vater. So. Deshalb gehen wir mal jetzt ganz fix zur kleinen Farmerin da drüben, holen uns unser Reward ein bisschen Was mal gibt's ab. Neues? Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Natürlich haben wir sie gefunden. Die machen keinen Ich Ärger habe schon mehr. gehört, dass auf die Freestar Ranger Verlass ist. Natürlich. Jetzt habe ich es selbst gesehen. Also. Wer waren Sie? Und warum wollten Sie meine Farm haben? Die waren im Grunde einfach nur ein paar Trollys und ihr wollt, naja, Trollys, die waren halt ein paar kleine Räuber, ne? Und wir haben dann kurz so einen Gendarm gespielt, haben die mal kurz alle ausgenockt, in ihre Schranken gewiesen. Die sind jetzt dort Wurmfutter. Wir haben einen Ansatzpunkt, aber es ist noch zu Man früh. sagt ja, dass die Ranger immer ihren Mann Ja. kriegen. Ihr schafft das schon. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Naja, dann. Dankbarkeit ist gut, Credits ist besser. Ist eigentlich schon so, ja. Klar. Trotzdem bin ich euch dankbar. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich einfach. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Turm. Marshall Bericht erstatten. Ja, Molski. 5800 Credits habe ich trotzdem bekommen. Das ist ja eine wunderbare Angelegenheit. Wie viel habe ich denn eigentlich mittlerweile? Da müsste ich auch mal kurz reinschauen. 53.000. Uff, 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 uff. Reicht noch lange nicht. Hoffen, denke ich mal, weil wenn eine Waffe 20.000 kostet, will ich gar nicht wissen, was Schiffsteile kosten in diesem Spiel. Ich glaube, die kosten mehr als meine Leber im echten Leben. Ja? Wenn du zick machst, mach ich zack. Ich bin deine Begleitung, dein Schatten. Weißt du, genau Das Bild deswegen, gefällt mir. Mensch, Hier, Sam, übel. aus. Genau deswegen traue ich mich nicht, dich mitzunehmen. Weißt du, wenn er mir ein Kompliment drückt, dann hört sich das echt gut an, ja? Dann ist es wie ein, wie ein schönes Festmahl. Aber wenn Ist du mir schön ein, unterwegs zu sein. In der wenn Loge du wird's mir bald ein anders sein. Kompliment gibst oder mich komplimentierst, Wow, du Freestar Ranger! Wer hat dir das den ah! bösen Buben an den Weg! Kragen? Weg, 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 weg! Tschüss! Nein, ihr kommt hier nicht mehr rein. Ich will nicht mehr so viele Menschen an Bord haben. Ah, Anxiety Kicks, Junge. Bei den Menschen kriege ich totalen Hirnaus. Also, bei einem Menschen von denen kriege ich totalen Hirnausfall, Alter. Ich weiß auch nicht mal, warum ich Kevin nicht so mag. Ich kann es euch nicht sagen. Ich mag ihn einfach nicht so. Ich mag ja auch andere YouTuber oder Streamer und etc. und P und Co. und ich verfolge die dann auch sehr gerne mal. Aber so Das Weltall, stark. die pechschwarze See. Wohin führt unsere Reise, o weiser, glorreicher Captain? Puh. Also das ist. Ich weiß nicht mal mehr, ob das noch gesund ist, was er macht, ja? Ich weiß nicht, ob das gesund ist, was er macht. Naja. Was wir jetzt erstmal oder kurz mal fix machen wollen. Und zwar brauche ich ja immer noch meine kleine, wunderschöne Basis irgendwo im Nirgendwo. Und da ich immer noch keine schöne Basis irgendwo im Nirgendwo habe. Ich habe aber auch noch nicht wirklich einen Plan, wie genau das denn dann aussieht. Also wie genau ich dann hier eine Mondbasis aufbaue. Ich hoffe einfach, es ist ziemlich easy peasy. Mal kurz weggenickt, den Kleinen. Naja, Wolski, Digga. Dann gehen wir mal kurz da drüben hin und schauen mal, was da drüben bei diesen 205, in diesen 250 Metern rumflattert. Aber na gut. Oh, ist ein Pirate. Alter, diese Waffe ist. Also, obwohl sie ja Gold ist, ne? Gold, also obwohl sie legendär ist, ist die so drollig, ne? Die ist so drollig. Die ist so drollig. Haben wir noch irgendwas Schönes im Angebot?
alle Pistolen in diesem Spiel sind irgendwie, der Aim on Fleek natürlich, da habe ich alles getroffen, was natürlich zu treffen ging. Die habe ich aber kaum noch Munition, ne? Aber die ist halt so gut. Junge, 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 mein Aim ist sowas von on Fleek. Oh, ich muss mal kurz mal eben Medipack drücken. Alles klar, alles klärchen, Bärchen. Hier nochmal ein bisschen an Loot mitnehmen, was natürlich alles kacke ist. Ich muss mit der Waffe kämpfen. Ist einfach so, das ist die einzige Waffe, für die ich wenigstens Munition habe. Irgendwie also. Wow, habt ihr das gesehen? Er hat sich einfach teleportiert. Was ein Magier, was ein Magier. Okay. Ich muss mal kurz realisieren. Ich habe doch auch irgendwo nicht dich. Ich habe doch dich, genau. Wo, von wo schießen die? Ach so, da oben. Alter. Mann. Ja, was am Anfang noch als viel Schaden aussah, ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr viel. Haben wir mit einer Explosion geklärt, den Jungen. Dann ist er, dann können wir jetzt ja hier auf entspannt die Leute looten und hoffen, dass wir ja mal ganz fix etwas komplett Übertriebenes finden, wie eine legendäre Waffe. Oh, ganzes Magazin reingeklärt. Jo, also den Holodietrich nehme ich, heißt das Holodietrich? Glaube schon, nehme ich auf jeden Fall mit. So, wie ist es möglich, ein Raum... Achso, passt schon. Nehme ich zurück. Also die Loot-Verteilung ist, finde ich, aber trotzdem nicht optimal. Da hinten, hä? Ja, was schießt denn da eigentlich genau? So. Weg bist du. Lang hast du gelebt. Bissel Penicillin kriege ich definitiv von dir, was schon mal ein Träumchen ist. Hier haben wir noch irgendeine Overall. Ich muss so nah ran. Weil mir ist aufgefallen, also Pistolen, die... Ich nehme es zurück, das ist einfach mein Aim. Ist einfach mein Aim. Ich hoffe, dass tatsächlich die Mods, auf die ich auf die Waffen laden kann. Also ich meine jetzt nicht Mods, um Spielgeschehen zu verändern, sondern Mods als Mods für Waffen. Die Waffen zumindest geringfügig stärker machen werden, weil sonst gehe ich hier echt unter in dem Spiel. Und das, obwohl ich, und das sind wir mal ganz kurz da auch mal ehrlich, hier ja, Ballistik, eh schon 20% mehr Schaden habe, ja. Ich brauche dieses, brauche ich dieses Gewehr-Zertifikat oder brauche ich das hier, 10% mehr Schaden bei Pistolen? Können ja mal ganz kurz schauen, indem wir uns ausrechnen, ich habe eins. Naja, Schrotflinte zählt nicht. Ich habe eins, zwei, drei Gewehre und ich habe drei Pistolen. Es würde sich also per se schon rentieren. Aber hier 30% sind halt mehr als 10 hier. Ne? Dann hoffe ich, dass ich jetzt wieder genug Schaden mache, um denen überhaupt noch das Wasser reichen zu können, obwohl es Level 6er sind. Naja. Wie ich einfach ganz fließend im Übrigen hier auf irgendeinem Planeten rumreise und eigentlich ja eine Basis aufbauen wollte, jetzt aber irgendwie anscheinend wieder plündern gegangen bin. Sehr wutzig ist es. Ja, ja, doch, die 30% machen ja aber mal einen dicken Unterschied hier im Leben. Dip. Ja. Sonst hier noch mehr? Bestimmt.
Irgendwo gammeln die, ich sag's dir. Irgendwo. Oh, hab ich dich. Ein Vegabunden, Holo Dietrich, einen schönen Dietrich. Reaktives Messgewehr bringt mir gar nichts. Ich hole Hilfe! Kannst du nicht, denn du bist bereits am Boden, wo du hingehörst. So. Aber ich habe doch eigentlich auch Munition für diese Waffe gekauft. Jetzt sind hier ja auch tatsächlich dann ein paar Ganoven. Dann können wir die Ganoven hier auch einfach. Können das. Wow. Dann kann man es ja auch tatsächlich an denen ausprobieren. Level 16er, alles klar. Da ist aber Hopf und Malz bei mir auch tatsächlich verloren. Hey, warte. Ich muss nachladen. Ja. Den da hinten habe ich davor nicht getroffen. Immer noch nicht. Jetzt. Ja, die macht für, ich glaube, die macht gegen normale Menschen einen deutlichen erhöhten Schaden. Du lässt mir keine andere Wahl. Warum bin ich denn? Wegen ihrer Waffe, ne? Das Ding hat sowas von keine Reichweite. Und es liegt nicht an meinem Aim. Ja, das liegt nicht an meinem Aim. Ja, ne, oh meine Fresse. Schnell weg. Ich dachte weg. Weg hier. So. Digga, warum kann die mich denn in Flammen stecken? Was ist denn bei dir schiefgelaufen, Alter? Wie sackenunfair ist denn das, dass sie mir hier einen kontinuierlichen Schaden hinzufügen kann und das irgendwie gefühlt 100%? Junge. Deswegen wollte ich nicht auf dem Level 10er Planeten. Jetzt stellt euch vor, die wäre als auch ein Level 10er, ja? Als Poster. Die hätten mich ja sowas von rasiert. Wenn dann auch hier noch überall Leute gewesen wären, die doppelt so viel Schaden gemacht hätten. Mensch, da werde ich wütend. Komm raus, kleine Maus. Headshot. Ah, verfehlt. Ah, nochmal verfehlt. Weg mit dir. Reflex. Ach, das ist eine Whiteout-Munition. Ah, okay. Sehr interessant. Muss ich mal schauen, ob sich das dann nachher mal lohnt, das vielleicht irgendwo auch bei mir mit einzuwenden. Weil mich hat sie damit tatsächlich ziemlich gut fertig gemacht. Ob das dann natürlich beidseitig gilt, kann ich nicht sagen, solange ich es nicht ausprobiert habe. Deep Recon. Oh. Hat sich zumindest schon mal für einen Helm gelohnt. Ja. Sieht ja schon mal gut aus. Haben wir hier nochmal? Ne, haben wir nicht. Nehme ich auch mit. Die Lagerkiste ist leer. Prognose verbessert. Ja, hey. 16 Medipacks noch, also so langsam bräuchte ich mal wieder ein, zwei Medipacks, die ich mir hier einverleiben kann. Sonst, Sidestar nehme ich auch mit. Gehe ich mit der Zeit dann einfach unter. Naja. Gibt es nicht auch wie in eigentlich jedem Bethesda-Game am Ende noch so eine schöne, extra schöne Truhe, wo ich da mal reindippen kann und hoffen kann, dass da irgendwas Geiles mit rauskommt? Wo ist die? Erling. Haben wir das? Ja, ne? Das ist schon wieder das Nervige, ne? Wir brauchen eine Drü. Eine Drü? Nee, nicht Dö. Wir brauchen Dö. Nee, auch nicht Dö. Machen wir das vielleicht? Warte mal. Wenn ich das hier so nach rüben tue. Und dann dich hier mal mit rüber tue. Ja, das sieht doch logisch aus, ne? Das sieht logisch aus. Dann. Wenn wir. Wenn wir das hin zigeunern und das dann hier hin packen. Luxus. Credits. Ein bisschen Munition, noch eine Sidestar, die kein Mensch braucht, weil wir jetzt. Das ist unser dritte davon. Meister. Alter.
Ich sehe aber halt auch nicht, was da für Loot drinnen ist, ne? Ah, doch, da hinten ist wahrscheinlich die Truhe. Oder das ist die Truhe. Oder da ist die Truhe. Auf jeden Fall ist sie nicht in meinem Gesicht, was mir dann nicht zu ringen. Sein. Tja, was zum Müll? Nein, lass mich da hoch. Ach, egal. Ein Schlüssel ist erforderlich. Ja, nee. Okay, doch, 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 doch. Der müsste ja bei irgendeiner dieser Leichen hier rumliegen. Jetzt ist nur das Ding, ich habe absolut schon wieder vergessen, wo die alle liegen. Wie gesagt, ne, ich habe manchmal so ein, ich habe ein richtig gutes Gehirn und das operiert auch auf Hochtouren, zumindest bei solchen Spielen. Aber ich kann mir bei Himmels Willen kann ich mir nicht merken, wo die Leute, wo ich sie hier habe, weglasern lassen. Da ist auch meine wunderschöne Truhe. Coachman Korrosiv. 68. Schlagen fügt bei Waffen. Nee, es braucht kein Mensch. Ripshank nehme ich gar nicht erst mit. Silber und Metacolum nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Waffenwerkbank. Ui. Komm ran an den Meter. Den ich mal ausprobieren wollen würde, ist natürlich unsere... ja, unser Rapid Shot. Was kann ich da machen? Ich kann einen Standardlauf in... Ja, den brauche ich bestimmt. Ach so, der verlängerte Lauf ist schon drin. Optik. Braucht man nicht eine Mündung? Kompensator. Ja, einen Kompensator brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Oder? Was bringt der Kompensator? Angriffstempo. Nee, oder? Ach so, ist schon drin. Nee, es braucht kein Mensch. Ach, die ist schon ziemlich verstärkt verbessert. Naja, dann wollen wir ja mal die Tombstorm anschauen, denn die Optik muss weg. Ah, die muss weg. Gurk. Ist ja wunderbar. Bringt mir also im Grunde momentan einfach gar nichts. Toxine. Und das gehört wahrscheinlich zur Waffenbergbank. Und noch ein Tresor. Einsteiger. Haben wir direkt. Bisschen Munition. Dann haben wir das geschafft. Dann können wir hier auch endlich weg, weil... Keine Ahnung, mehr kann ich hier, glaube ich, auch nicht machen. Irgendwo ist der Strom ausgefallen und Pi und Pa. Aber ich bin jetzt auch erstmal bedient. Denn mein Ziel war ja eigentlich ein ganz anderes. Das ist ja schon mal Punkt A, Punkt B ist. Ich will ja auch nochmal, jetzt will ich auf jeden Fall die Dinger upgraden. Die Forschungsstation. Die Forschungsstation will ich jetzt auf jeden Fall upgraden. Denn, also nicht die Forschungsstation selber, aber halt die einzelnen Geschichten da drin. Denn die bringen uns anscheinend tatsächlich, was ich nicht erwartet hätte, bin ich euch ehrlich. Ja? Wert 2000. Ja, das nehme ich auch mit. Was ich nicht erwartet hätte. Wirklich nicht. Ui, Kiste. Kiste. So, du läufst zu schwer. Ist mir ja. So. Außerdem will ich eine Basis auch noch aus anderen Gründen. Ich muss mich ja dann irgendwann auch mal niederlassen. Und dafür brauche ich eine Mondbasis oder eine Basis, weil ich glaube auch nicht, dass mein Schiff da Unmengen an, wie heißt das? Nickel. Nickel und Kobalt. Ich weiß nicht, wie viel Nickel wir brauchen, aber Kobalt brauchen wir auf jeden Fall genug. Wo ist jetzt das Kobalt? Also da ist das da. Das ist schon eine ganze Dings da Ecke weg, ne? Kobalt. Dass wir da so ungefähr mittig bauen. In der Hoffnung. Hier ist auch nochmal Nickel. Ah, da ist Kobalt. Hier ist Nickel und da ist Kobalt. Oh, 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 wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, Thomas. Wir haben es gefunden, den Heiligen Gral, Alter. Den Heiligen Gral, zwei Platten gleich nebeneinander. Ich werde tun, was nötig ist. Ja. So, den Heiligen Gral haben wir gefunden. Jetzt muss ich nur noch mal kurz schauen, wo das jetzt war. Hier so und so da. Eine Mondbasis. Die erste Basis. Oh, direkt ein Menü ins Gesicht geklatscht. Ah, ja. So, Ansicht. Ja. E.
Bleikerne ist schon mal besser. Dann Extraktor Wasserdampf brauchen wir nicht. Wir brauchen hier das da. Okay, naja, dann bauen wir erstmal Nickel. Eins. Zwei. Drei. Ja, machen wir noch ein viertes. Dann brauchen wir ja eine Stromquelle. Eine Stromquelle brauchen wir. Geh mal hier mal, upsala, geh mal hier ganz fix hin. Geh mal hier mal ganz fix hin. Und bauen. A1, 2. Drohofen. Ne, Drohofen. Natürlich ganz normales metrisches System hier bei mir. Ah, Frachtlink. Haben wir dich gefunden. Ah, Landeplatz. Mir fehlt Eisen und adaptiver Rahmen. Naja, dann ist das natürlich jetzt erstmal hier schon mal fehlgeschlagen. Oh mein Gott. What the actual? Nein, hör auf. Weg, weg. Nein! Oh. Ja. Nein, kann man die nicht irgendwie direkt aktivieren? Das, ach, oje. Einmal mit Profis arbeiten. Ich muss also gar nichts machen. Der baut mir da jetzt absolut automatisch Nickel ab. Das ist ja ein wahrer Segen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Nickel fürs nächste Jahrhundert. Kobalt haben wir dementsprechend auch schon mal genug. Hoffentlich irgendwann. Ne, wenn ich Kobalt nochmal jemals finden werde hier. So, wo war denn Kobalt? Da hinten war Kobalt. Gut, haben wir fast geschafft. Da hinten ist es. Dann. Jo, 4 Kobalt. Dann verziehen wir uns von hier. Haben wir es hier auch geschafft. Wir wollen ja auch irgendwie mal schließlich wieder weiter. Wo ist denn unser kleines süßes Schiff abgeblieben? Ha? Wo hast du es? Wo hat es sich versteckt? Oder bauen wir das Schiff überhaupt? Ich weiß jetzt letztlich, wohin wir müssen. Hoffnungsträger, begib dich nach Akalia. Auf die Map mit dir. Auf die Map mit dir, habe ich gesagt. Dann einmal ran. Oh shit. Here we go again. Wo ist unser Schiff? Boah. Fuck. So, jetzt sind wir beim Schiff angelangt. Sterb. Keine Wesen in meiner Nähe, ja? Ich bin ein Feind aller Lebewesen. Nein, bin ich nicht, aber... erstmal das Vieh da hinten töten im Eck. Ja, so läuft es bei mir auf dem Kanal. Wir töten alles, was irgendwie auch nur Hauch von Leben in sich hat. Nee, außer natürlich der Korra... Also dem Sam seine Tochter, weil die ist cool, denn, keine Ahnung warum, aber die fliegt ja hier auf anscheinend auf dem Schiff mit, dann kann das. Und dabei sind wir allerbeste Freunde. Ich weiß ja nicht, was du treffen wolltest, aber tut mir leid, dass ich im Weg war. Er stellt sich in die Ecke. So. Oh, bin ich gerade, also innerlich bin ich gerade so zufrieden mit mir. So zufrieden mit mir, dass wir den in die Ecke haben verscheuchen können. Da kommt mir ein Herz, also da geht mir alles auf. Das ist ja wunderbar. Oh, schon wieder ein bisschen zu viel geäht. Jetzt, da wir nicht mehr überfüllt sind, schauen wir doch mal nochmal kurz am Ende der Folge bei unserer lieben Space Ranger Kollektiv vorbei. Also, dann wollen wir doch mal ganz fix hier nochmal. Wo ist er denn, unser Chef Dimodo? Chef Dimodo, ich möchte da mal meine Belohnung. Chef Dimodo, wo ist meine Belohnung? Habe ich mich jetzt selber ver... Ja, ist okay. Weg mit dir, Schmutz. Nee, wo ist er denn? Ne, da bin ich letzte Folge, da hat unsere kleine Emma da auf jeden Fall irgendwie einen Schaden von getragen. Was ist auf Monterra Luna los?
Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und es wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Hauptsache, die sind in Sicherheit. Ja. Aber sie könnte immer noch in Gefahr sein. Deswegen müssen wir mehr Infos sammeln. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Natürlich einen ziemlich toten Eindruck, nachdem ich die alle ja da mal eben weggeschnetzelt habe. Ja. Du genießt die Gewalt, oder? Wenn du jemanden erschießen musst, dann bitte aus dem richtigen Grund. Natürlich, Major Ranger, ihre majorige Rangerhaft. Aber ansonsten ist jede Art von Gewalt zu vermeiden. Also, na klar. Hat er etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Slate geben, sie haben jemanden angeheuert, um Hauptheck ein Schiff zu klauen. Slate geben, sorry, aber ich habe nur das hier gefunden. Hauptheck-Schiffe sind nicht gerade billig. Der Dieb könnte uns vermutlich jede Menge über diese Burschen erzählen. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da irgendwas bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit. Aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Ich habe gerade Klonkriege gelesen. Ich habe gerade einfach Klonkriege gelesen. Oh, Mate. Das klärt immer noch nicht, warum sie die Wagoner-Farm haben wollen. Dann, wenn sie nicht wissen oder wenn wir nicht wissen, warum die diese Wagoner-Farm haben wollten, dann werden wir dem Ganzen eben auf Scheiße. Die... Es ist unsere einzige Spur. Eben. Die Haupttech-Fabrik liegt in Haupttown auf Polvo. Jetzt gedacht. Ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Haupttech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Ja, ich bin dir ehrlich, Marshall, das wird ein Problem. Ich hab's da nicht so mit den Leuten. Wenn wir da rauskommen und ich irgendeiner tot ist, dann bitte feuere mich nicht direkt, okay? Gut, ich kann's wirklich nicht brauchen, dass der Rat mir Ärger macht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Gut, dann haben wir es ja jetzt hier auch geschafft. Wir haben eine kleine Mondbasis errichtet. Ja, die Mondbasis. Ich werde sie immer Mondbasen nennen, weil ich weiß nicht, warum ich sie so nenne, aber sie passen halt gut dazu. Dann wünsche ich euch hier aber auch an dem Punkt einen wunderschönen Tag. Möget ihr in Frieden und in Ruhe leben können und bis zu meinem nächsten Video durchhalten. Damit muss ich euch nur noch mitteilen, dass ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert, denn ihr seid ja dazu herzlich eingeladen. Deshalb würde ich dann hier an dieser Stelle auch Servus, haut rein und einen schönen Tag wünsche ich euch.